Hola Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ja, ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder zurück. Wie ihr ja unschwer jetzt wahrscheinlich bemerkt habt, sonst hätte ich ja jetzt nicht aufnehmen können. Ja, kleine Pause gab's, wie gesagt, aber ich hoffe, dass ihr damit zurechtgekommen seid und mich jetzt trotzdem noch mögt. Und ja, jetzt bin ich ja auf jeden Fall wieder da. Ich habe euch auch ganz viele Videos und Bilder aus Irland mitgebracht, die ihr im Laufe dieser oder der nächsten Woche dann alle angucken dürft. Ich habe das mit dem Zusammenschneiden und so weiter noch nicht ganz in Angriff genommen. Aber ja gut, es gab ein paar Probleme mit meiner mit der Videokamera, mit der ich das aufgenommen habe, weil ich das nicht auf meinen PC rüberspielen konnte, weil ich dafür nicht die richtigen Kabel habe. Beziehungsweise nicht die richtigen Anschlüsse an meinem PC. Deshalb muss ich das jetzt noch beim PC bei meiner Mutter machen. Dazu bin ich allerdings noch nicht gekommen. Und ja, das werde ich jetzt aber, denke ich, heute Abend oder morgen dann in Angriff nehmen. Und dann werde ich mich daran machen, die Videos auch zu schneiden und dann irgendwas Hübsches draus zu basteln, damit ihr euch das dann angucken könnt. Ich freue mich eigentlich schon ganz schön doll über diese Videos, weil die echt ganz cool geworden sind, glaube ich. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, da was zu sehen. Bei Rom war das ja mehr so was kurzfristig Entschiedenes. Jetzt habe ich das ja hier schon im Voraus geplant, deshalb auch eine richtige Videokamera mitgenommen. Deshalb werden die Videos auch eine bessere Qualität haben als das von Rom, falls sich da noch einige dran erinnern. Ich habe die Videos mal bei mir auf dem PC gesucht, ich habe sie irgendwie nicht mehr. Und ich musste sie ja auf YouTube löschen wegen Urheberrechtsproblemen, die damit hätten auftreten können. Deshalb habe ich sie rausnehmen müssen. Aber gut, ich denke, das werde ich euch alles dann nochmal im Video da erklären. Das ist jetzt hier für das Let's Play, glaube ich, ein bisschen der falsche... mir fällt das Wort nicht ein. Der falsche Rahmen. Der falsche Rahmen, sage ich jetzt mal. Ich habe mir auch eine kleine Erkältung aus Irland mitgebracht, wie ihr vielleicht ein bisschen hören könnt, aber es geht schon wieder. Also, könnte sein, dass ich mal zwischendurch niesen muss oder so. Oder mal husten. Ich habe mir extra schon hier ein Glas Apfelschorle hingestellt, damit das nicht so schlimm wird. Hallo, ich habe das hier markiert. Danke. Ich möchte jetzt nämlich diese Meister-Assassinen-Mission einmal machen. So, Ezio, dann renn mal dahin. Ist total ungewohnt, weil ich habe ja jetzt 2 Wochen lang gar nichts gezockt. Wirklich gar nichts. Ich war ja eine Woche bei meiner Schwester und dann eine Woche in Irland. Und zwischendurch war ich 1-2 Tage... Oh, wir sind ja schon da. War ich ganz kurz zu Hause und habe da auch ein bisschen was gezockt, aber wirklich nur ganz bisschen. Also, naja, so wirklich was war nicht und jetzt ist es total ungewohnt, irgendwas für mich zu spielen. Ich bringe Neuigkeiten. So. Mirella wurde eben hier gesichtet, als sie verschiedene Mittel und Öle kaufte. Als da wären? Was sagte der Mann noch? Walnussöl? Kardamom? Datura? Datura ist ein tödliches Gift, gewonnen aus einer Blütenpflanze. Vielleicht kann ich sie aufspüren. Aha. Die Scharlatanin Teil 2. Die Scharlatanin wurde kürzlich bei einem Händler in der Nähe gesichtet, wo sie verschiedene Kräuter und Öle kaufte. Spüren Sie sie auf. Die Scharlatanin mit Gift eliminieren. Oh, das könnte spaßig werden. Wir haben sogar, glaube ich, noch Gift da. Giftklinge, Giftpfeile. Was ist da nicht schief geht. Was habt ihr gesehen? Nur feinste Hinweise auf das, was wir suchen. Hier eine Spur, dort ein Haar, Fährten und Düfte. Meine Sinne sind schärfer als die der meisten anderen. Hier lang. Aha, hier ist sie also lang gegangen. Oder was? Wir kommen näher. Oho, na, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir gehen jetzt weiter weg. Alter. Mach noch mehr. Laber noch mehr rum, Ezio. Aber naja, wenn er meint. So, da hinten stehen schon mal Verbündete. Das sind, glaube ich, aber nur Söldner. Die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Oh, hier geht's hoch. Oh, meine Nase kitzelt schon wieder. Ich habe das Gefühl, das war keine gute Idee, jetzt aufzunehmen. Aber egal. Ich schätze hier rüber. Meine Güte. Die ist aber weit gelaufen. Hui. Huch, wo kommen die denn auf einmal her? Hallöchen.
Aha. Ist aber auch super, dass wir diese Wege hier alles... Sie war hier, erst vor wenigen Minuten. ...sehen. Ich verstecke mich, ihr lockt sie raus. Die Scharlatanin aufspüren. Na super. Sie versteckt sich jetzt. Ehrlich gesagt erinnere ich mich an diese Mission nicht, aber ich habe, glaube ich, diese Meister-Assassinen-Mission überhaupt gar nicht gemacht. Deshalb keine Ahnung, was wir hier machen. Oh Gott. Nee, ist es nicht, weil ihr nervt. Was ist denn jetzt die blöde Kuh? Meine Güte. 10 Jahre später. Dort. Dannazione. Pass gefälligst auf! Hier bekommt ihr ausschließlich Meister. Oh Mann. Hast du sie bald? Oh Gott, Ezio. Oh, was soll das denn alles? Stunden später. So. Aber das war doch Gift, oder nicht? Da stirbt noch so eine elende. Das war doch ein Gift. Ist es das, was ihr denkt, Assassine? Ist euer Herz vielleicht voller Mist? Ich wette, jetzt war schon wieder falsch. Ich check's gerade nicht. Dann lasst mich allein. Denn ich brauche kein Mitleid. Ich nahm nur, was mir zustand. Trotz aller. Aber ich habe doch extra die Giftklinge ausgewählt. Ist der jetzt doof? Und Ignoranz. War der jetzt ernsthaft eine normale Klinge? Weise. Ach komm. Warum verarscht mich das Spiel so? Man darf sich echt darauf überhaupt nicht verlassen. Hallo? Ich habe Gift verwendet. Warum nimmt der nicht die Giftklinge? Was soll das? So eine Scheiße. Wird es denn nie enden? Da kriegt man echt einen Hals auf das Spiel. Aha, da jongliert einer mit Feuer. Nee, ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade gar keinen Bock mehr. Nicht nett. Naja, aber... Ich kann euch ja vielleicht schon mal so eine kleine Freude bereiten, wenn ich euch sage, dass in diesem Wochenende wieder gestreamt wird. Genau, das sage ich noch nicht, aber es wird einen Livestream geben mit Ehrengast. Den habe ich schon organisiert. Derjenige hat auch fest zugesagt diesmal. Und da freue ich mich schon richtig, richtig doll drauf. Ach ja, ja, ich glaube, das wird ein ganz besonderer Livestream dann. Es glitzert. Ich höre es glitzern. Achso, das ist nur so eine blöde Truhe. So eine Altpapiertruhe sozusagen. So, die Frage ist, machen wir jetzt die normale Mission oder die Sophia-Erinnerung? Wir gucken einfach mal, wo wir wozu hin müssen. So, da. Moment, wo ist die Sophia-Erinnerung? Ich sehe sie gerade nicht. Ach, direkt vor uns. Ja, gut. Also die Entscheidung fällt jetzt richtig schwer, ob wir jetzt hier hingehen. Wir sind hier. Oder ob wir doch bis dahin laufen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine und was wir machen. Das ist, denke ich, relativ klar und eindeutig. Und warum sollte man was anderes machen? Das wäre ja total bescheuert. Ja, wir gehen natürlich zu unserer Story-Mission, nicht zur Sophia-Erinnerung. Die ist ja viel zu nah dran. Das wäre ja bescheuert, da hinzugehen. Netzio. Nein, Quatsch, wir gehen natürlich zu Sophia. Wenn die Schauer hier so um die Ecke ist sozusagen, dann müssen wir sie doch besuchen. Unser Sophia-Mäuschen. Zu viel Kaffee. Ich denke gleich zu viel Kaffee. So. Ups. Hä? Hier? Ich bin verwirrt. Wo ist das denn jetzt? Hallo, Sophia-Mäuschen. Ja. Gut. Wir müssen da hoch. Das ist wieder eins der Polo-Bücher. Das heißt ein neues Grab. Yay.
Das ist cool. So. Dann mal hoch da. Gut, dass Ezio so ein super Kletterer ist. Ich könnte das nicht. So, einmal bitte hier hin und die Mission annehmen. Zeichen und Symbole, Teil 3. Niccolò Polo hat ein Buch in der Nähe der kleinen Hagia Sophia versteckt, das Hinweise zum Versteck eines Massiv-Schlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Ja, das kennen wir ja jetzt schon. Ich glaube, da steht. Ich weiß gar nicht, ob da immer das gleiche steht. So, und aktiviere mal den Adlersinn. So. Dann schauen wir mal. Da hinten ist offenbar was. Ja, das ist ja klar, dass das das nicht ist. Es ist bestimmt das hier. Oh, bin ich schlau. Es kann ja nicht also an Wänden sein, weißt du? Es muss ja irgendwo auf dem Boden sein, weil wie will man das dann da verstecken? Das scheint mir recht logisch. Offenbar erschien das den Entwicklern nicht ganz so logisch, dieser Gedankengang. Aber, hey, was kümmern uns die? So. Ne, hier kann ich nicht hoch. Schade. Schade. Das ist aber toll, wie er hochklettert. Das muss echt Spaß machen, wenn man das so toll kann wie er. Aber ich glaube, kein Mensch kann das. Zumindest sieht er dann nicht so aus wie Ezio. Weil er doch dann relativ schmächtig ist dafür, dass er so geil klettern kann. Also schmächtig. In Anführungszeichen ist er jetzt nicht schmächtig. Der schon Muskeln, aber nicht so, dass es Sinn macht, dass er so klettern kann. Also, oh, das ist so leicht grün. Angeschimmelt. Yay. Joa, wir kriegen einfach mal Geld. War bestimmt im Buch drin. Oder wir haben den Schimmel verkauft. Man weiß es nicht. Mädchenturm. Ah, super. Ich glaube, das ist das Allerbeste. Der Mädchenturm. Leute, ich hab Bock. Hui. Darauf. Das ist so cool. Ja, das war ziemlich unnötig, ich weiß. Aber es hat Spaß gemacht. Ich mag das total gerne. Eigentlich müsste man sich mal so den höchsten Punkt suchen. Hier beim Assassinenversteck. Oh, warte. Ach was. Nee, machen wir jetzt nicht hier. Oh. Wieso habe ich denn die eine Truhe geplündert und die direkt daneben nicht? Wie schafft man denn sowas? Jedenfalls müsste man mal beim Assassinenversteck, wisst ihr, da wo die sind, da ist so ein riesiger Turm, wo wir ganz zu Anfang mal raufgeklettert sind. Den müsste man mal wieder hochklettern und dann müsste man von da aus runterspringen und einfach mal irgendwie bis zum Hafen oder so mit so einem Fallschirm fliegen, das wäre so geil. Oh. Oh Gott. Dass Ezio sich da dann auch noch festhält, so kurz vom Boden. Naja. Ich fand's auch früher immer gut. Egal wie tief Ezio fällt, solange er nicht auf den Boden fällt, oder solange er nur auf ein Haus fällt, macht es ihm keinen Schaden. Oh, das Geräusch ist toll. Habt ihr das Geräusch gehört? Ich weiß nicht, ob mein Ingame-Sound relativ leise ist. Da hört man immer nicht ganz alles. Deshalb habe ich auch mal jetzt hier Dingens. Ich habe irgendwas lauter gemacht. Die Musik habe ich lauter gemacht, weil ich die so schön finde. Und man die immer so wenig hört. So habe ich die Musik lauter gemacht. Oh, wir haben aber ganz schön viel Geld wieder. Ja, ne? Aber gut, 16.250 Aktie alle 20 Minuten. Das würde ich auch gern verdienen. Und zwar fürs Nichtstun am besten. So. So wie ich mich kenne, haben wir wahrscheinlich nichts auf der Bank. Oh doch. Wow. Ich sollte öfter mit ohne Erwartungen an die Bank gehen und dann kommt immer irgendwas raus. Ach, ich bin so ein Trottel. Ich habe alles verlernt, ne? Ich habe mir überhaupt keine Uhr gestellt. So. Ich wollte gerade gucken, wie viel Zeit wir denn noch haben zum Aufnehmen. Da guck ich auf mein Handy und mir fällt auf, oh, du hast gar keinen Wecker angemacht. Beziehungsweise das Handy ist aus. Also war gar nicht
eingemacht, sozusagen. Das war gut. Ist hier irgendwo ein Aussichtsturm oder wieso ist die Karte nicht aufgedeckt? Das mag ich ja gar nicht. Aha, ja, sorry Leute, aber wir müssen jetzt erst dahin. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, wir haben... Haben wir nicht schon alle... Hier, Dingens weg? Alle Borgia-Türme wollte ich schon sagen. Ich habe zu viel Assassin's Creed Brotherhood gespielt. Gibt's ja nicht. Alle Templer-Verstecke. So. Komm schon, Ezio. So. Ach, na, da kann er natürlich nicht hoch. Ich habe ernsthaft keine Ahnung, wie man an so einem Aussichtsturm hier hochklettern kann. Wie das möglich sein soll. Aber egal. Ezio schafft das schon. Ach ja, mir fehlt die epische Synchronisierungsmusik von den anderen Assassin's Creed-Teilen, von den vorherigen. Die war immer toll. Die war immer fast das Beste. Ich hoffe, hier ist ein Rosenbusch. Dass sie eine Karawane von flüchtenden Waisenkindern abschlachteten. Todessprung die aus den Kriegen im Osten flohen. Nicht mal cool. Ziegen und Kamele wurden... Ich möchte ihn jetzt bestechen. Wo sind die Wachen? Und erstechen möchte ich ihn auch. Und dann ausrauben. Nein, okay, ich lasse ihn leben. Aber ausgeraubt wird er trotzdem. Ja gut, es kann jetzt sein, dass die Folge jetzt doch noch ein bisschen länger wird. Weil ich ja, wie gesagt, keine Uhr gestellt habe. Beziehungsweise die gerade eben dann, als mir es aufgefallen ist, erst angemacht habe. Aha! Kommen wir jetzt schon hierher? Das ist ja verrückt. Rücken, um zu reden. Hallöchen. Ich wusste gar nicht, dass wir schon so weit sind, dass wir jetzt nach Kappadokien oder so können. Kappadokien heißt es, glaube ich. Gewehrschützen benutzen Gewehre. Ach was. Das war wieder mal ein sehr hilfreicher Tipp. Ach nee, das ist ja der Mädchenturm. Sie ist ja. Wir kommen auch gar nicht an einen neuen Ort. Schade. Jetzt ist es ganz nass. Der Mädchenturm. Aber hier sind wahrscheinlich immerhin keine Wachen und so. Mädchenturm. Ein Hinweis der Polo-Bücher führte Ezio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Beschaffen Sie den Massivschlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Na toll. Das mit dem ohne ins Wasser zu fallen klappt immer ganz toll bei mir. Den Leuchtturm. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal da hochklettern. Ne? Ich erinnere mich relativ wenig jetzt gerade hier dran. Aber wie gesagt... Die Gräber habe ich auch bis auf den, das ist mein Lieblingsgrab, das tolle mit den Wasserrutschen durch, mit den Seilrutschen durch den Wasserfall. Vergessen, wie es heißt. Auch irgend so ein Turm. Bis auf das habe ich alle nur einmal gespielt. Demnach vergessen, wie das funktionierte. Aber gut, jetzt gerade ist es jetzt noch nicht so anspruchsvoll. Ich denke, das schaffen wir auch. Irgendwie ist ja jetzt keine Zeitbegrenzung oder so. Und wenn ich ein bisschen vorsichtiger mache, dann könnte es vielleicht auch was werden. Das zählt aber noch nicht, oder? Okay. Oh, doch. Irgendwie sagt mir das was. Na, super. Ah, toll. Nein, jetzt sind wir hoch. Okay. Ja, so müssen wir jetzt eins nach dem anderen irgendwie aktivieren. Hm.
steigt erstmal das Wasser. Oder auch nicht. Das Wasser wird abgesaugt. Toll. Da kommen ja noch viel mehr Rätsel zum Vorschein. Das Rätsel des Mädchenturms lösen. Rätsel. Okay. Das hat schon mal geklappt mit so einer sicheren Landung. Einigermaßen sicher. Leute, ich mach mal gerade mein Adlerauge an. Vielleicht sehe ich ja dann irgendwas, aber ehrlich gesagt sehe ich überhaupt nichts. Achso. Ah ja, ja gut. Scheint mir hier weiterzugehen. Ich wollte nur sicher gehen, bevor ich hier runterspringe, dass es hier auch irgendwie weiterführt. Nicht, dass ich dann nicht mehr zurückkomme oder so. Oder es total verkackt habe und ins Wasser falle. Weil dann auf einmal Wasser auch irgendwo hinkommt. Und keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau. Oh, ich habe das Gefühl, das wird ganz schön schief gehen. Weil ich jetzt noch gar nicht losgegangen bin. So ein Kack. Ja, hallo. Ich möchte nur... Na, toll. Jetzt müssen wir hier abwarten. La, 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 la. La, 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 la. Na, toll. La, 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 la. Es tut mir leid, Leute. Ich wollte eigentlich erstmal gucken, wo wir lang gehen. Ich war nicht darauf gefasst, dass ich dann direkt am besten loslaufen muss. Beziehungsweise, ich war schon drauf gefasst, aber ich wusste nicht, wohin, weil hier gab es so viele Wege. Und deshalb bleibe ich lieber hier, bevor ich dann nicht mehr zurückkomme. Und dann ins Wasser falle. So, jetzt gleich darf ich es nochmal aktivieren. Danke. Ja, zeig mir die Animation. Am besten wäre es gewesen, wenn ich gerade mitten im Sprung gewesen wäre und dann diese Animation kommt. Das wäre super. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Oh doch! Tatsache, da kommen wir ja hier hin. Ja, die Zeit reicht aber locker. Das ist sehr großzügig bemessen mit der Zeit, finde ich. Guck mal, wir hatten jetzt noch 20 Sekunden über. Und ich habe zwischendurch mal kurz gezögert, weil ich nicht wusste, wohin. Na, jetzt fallen die da wieder rein, drücken das Wasser hoch und dann wird's abgesaugt. Geil, ey. Jetzt bin ich aber nass geworden. Warum heißt der Turm Mädchenturm? Das frage ich mich ja noch. Ja. Aber das kriegen wir doch irgendwie hin. Jetzt wird natürlich der Part hier um einiges länger, aber... Nun ja. Das schaffen wir. Hoffentlich auch ohne ins Wasser zu fallen. Ich gebe mir echt Mühe, Leute. Ich versuche wirklich nicht so patschig zu sein. Aber ich bin nun mal so ein kleines Patschi. Das ist übrigens wirklich ein Spitzname von mir, Patschi. Den habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern den habe ich mir redlich verdient. Heilige Scheiße. Okay, jetzt haben wir ja noch eine halbe Minute über. Und ich war wirklich vorsichtig. Ich betone es jetzt nochmal, damit ihr nicht so böse auf mich seid, wenn es dann doch nicht klappt. Weil ich mir das sowas, ehrlich gesagt, gut vorstellen könnte bei mir. Dass dann das Spiel wieder sagt, nö, Sven, ja, dir gönnen wir das nicht. Du hast zwar die Giftklinge ausgewählt, aber wir wechseln das heimlich wieder, ohne dass du es merkst. Das ist echt nämlich ganz schön böse. Und jetzt?
Ach, wir gehen einfach mal los. Ich weiß überhaupt nicht, wohin. Man merkt vielleicht, dass ich es nicht weiß. Oh Gott. Was macht er denn? Bleibt er an dem Tor hängen? Ich dachte, ich krieg gerade eine Krise. Pff, ein Glück war da kein Wasser, in das man reinfallen konnte. Hallo, nicht denken. Danke. Oh, jetzt muss ich wieder ganz hoch, ne? Na, super. Ich möchte aber nicht. Ich möchte jetzt die Belohnung haben, bitte. Gott. Na gut. Jetzt sollte ja eigentlich nur noch Klettern sein. Was macht er denn? So, danke. Jetzt schon ein. Jetzt darf Ezio nur nicht wieder irgendwo einen Fail machen. Wie zum Beispiel an einem Tor festhängen. Oder so. Vielleicht hat er ja jetzt gerade einen guten Tag. Glaube ich eigentlich nicht, ne? Ist es auf Zeit? Da läuft gar keine Zeit. Nur weil da die ganze Zeit Geräusche sind, deshalb. Huch, das bewegt sich. Und nun? Hä? Oh! Wieder so ein Trottel, ne? Kann er einfach rüber? Ja! Gold, Silber, Edelsteine, das ist ein massiver Schlüssel. So. Das jetzt sogar noch geschafft. Und weil wir ja keinen Zeitdruck haben, kann ich die Truhen in aller Ruhe plündern. Und jetzt nehme ich mir den Schlüssel, ohne ins Wasser gefallen zu sein. Yeehee! Toll. Yes. Muss ich jetzt hier noch raus? Oh, bitte nicht. Bitte, Ezio, mach das von alleine. Ich möchte nicht ins Wasser. Ah, ich habe jetzt schon bekommen. Gut, jetzt darf ich ja ins Wasser fallen wieder. Ah, schön, toll, super. Da freue ich mich jetzt gerade. Ah ja. So fängt das doch gut an, wenn ich jetzt hier wieder da bin. Schön. Toll, da freue ich mich jetzt, dass wir das sogar geschafft haben zu 100%. Ja, ja. War aber extra vorsichtig, ne? Ach, ich dachte, das wäre eine Ratte, dabei ist das hier irgendwie ein Seil mit irgendwelchen Knoten. Sieht toll aus. Jedenfalls würde ich sagen, wir hocken uns jetzt hier zu dem Angler. Irgendwer schnarcht. Hallöchen. Der Typ ist anscheinend müde. Ja, wir genießen jetzt hier diese tolle Aussicht. Wir freuen uns daran und sehen uns dann im nächsten Part Assassin's Creed Revelations wieder. Also, bis dann!